mich heute, Marcel Sim bei uns auf der Anlage begrüßen zu dürfen. Herr Sim, oder darf ich Marcel sagen? Marcel, wird uns heute nicht nur zeigen, wie man richtig einen Ball schlägt, sondern er wird auch unseren Kindern ein bisschen was zeigen. Er wird nachher auf der Golfanlage auch sein im Rahmen des DHL-Turniers. Und wir werden auch gleichzeitig heute den Startschuss geben für ein ganz besonderes Programm, das wir zusammen mit dem Schloss Hagerhof auflegen werden. Das ist ja keine Trainingssession, das ist ja wirklich nur Wachstum. Turnier fange ich mit dem Lobwedge an und verschwinde meistens das zweite. Dankeschön. Luft holt oder das muss jeder für sich selber wissen. Also da bin ich ganz ehrlich gesagt nicht nie so Fan. Und vor dem Schlag mit ab. Zusammenarbeit mit der Schule Schloss Hagerhof. Die ja eine Realschule und Gymnasium mit Internat in Bad Honnef ist, starten wir ab dem kommenden Schuljahr ein Programm, dass wir Golf und Lernen miteinander verbinden, den interessierten Kindern die Möglichkeit geben, Golfspielen zu erlernen, um zu sehen, ob sie auch Talent dafür haben, und sollte sich ein Talent entwickeln, dann eben auch die Möglichkeiten geben, das Talent weiterzuentwickeln und das Ganze eben nicht im Konflikt mit der Schule und mit den Schulverpflichtungen, mit den schulischen Verpflichtungen, sondern gerade auch in Koordination mit den schulischen Verpflichtungen. Wir haben dazu eben mit dem Herrn Laufer, dem Schuldirektor der Schloss Hagerhof und den beiden Golfanlagen, die wir jetzt haben, hier dieser in Köln und Waldbrunnen. Zwei Golfanlagen haben wir Programme aufgelegt, sodass wir also auch den Kindern dann entsprechend weiterhelfen können. Das Wichtige ist, das Ganze eben systematisch zu machen. Oh, Tim. Ist das Freund? Wie ist Freund? Ja, genau, wir Marcel machen. Mach mal Daumen hoch. Mach mal alle Daumen hoch. Ja, und schaut her. Ja. Das zweite Kind. Golf und Lernen verbinden ist ein Programm, das wir mit der Golfschule Schloss Hagerhof auflegen möchten. Und zwar unter der Voraussetzung und unter dem Primat des Lernens, des normalen schulischen Lernens, möchten wir Golfinteressierten die Möglichkeit geben, ein paar Golfspiele zu lernen und dann natürlich auch, wenn sich Talente herausstellen sollten und zeigen sollten, den Talenten die Möglichkeit geben, vielleicht in Richtung Leistungssport zu gehen und das aber immer mit der normalen, geforderten schulischen Ausbildung zu koordinieren. Wir haben dazu mit der Schule Schloss Hagerhof einen hervorragenden Partner, der schon große Erfahrung im Basketball gesammelt hat, und mit den beiden Golfanlagen Waldbrunnen und St. Urbanus hier in Köln, in zwei Anlagen, die in relevanter Entfernung, in machbarer Entfernung von der Schule liegen, wo wir dann also die Programme auch vor Ort dann durchführen können. Wir haben dauerhaft zwischen 100 und 150 Schüler und Jugendliche im Unterricht gehabt. Wir haben jedes Semester über 200 Studenten, das ganze Semester im Unterricht. Also nach meiner Einschätzung ist es im städtischen Bereich so, dass Golfsport sich zu einem ganz normalen Sport entwickelt hat, den man neben anderen Sportarten ausprobieren oder auch ausüben kann. Warum jetzt Golf zusätzlich zu Basketball?
Das ist eine gute Frage. Also wir sind dem Sport ja nun schon seit langer Zeit verbunden. Das ist vordergründig zwar immer Basketball, aber bei unserem Hagorf gibt es auch ganz viele andere Jugendliche, die in den unterschiedlichsten Sportarten ihren Erfolg gehabt haben und bei uns sich sportlich und schulisch entwickelt haben. Golf aus meiner Sicht eine logische Entwicklung, weil wir seit 1998 bereits mit dem Golfclub in Waldbrunnen kooperieren, im Rahmen des Projektes Abschlagschule vom Deutschen Golfverband auch intensiv seit dieser Zeit zusammenarbeiten. Und die Konstellation Golfclub Waldbrunnen, Dr. Felde Golf hier jetzt in Köln-Wahn, zusammen mit der Golfschule Egeler, das passt jetzt im Moment. Jetzt sind die Partner da, die das stemmen können. Und vor dem Hintergrund haben wir uns dazu entschlossen, das Logische jetzt auch tatsächlich umsetzen zu wollen. Gibt es jetzt einen großen Aufschwung in der Golf AG oder? Also die ist ja schon ziemlich groß. Wir fahren ja schon donnerstags immer mit 2 Bussen, sprich ungefähr 16 Kindern zum Golfclub. Von daher, ich glaube, es ist nicht eine Sache jetzt der Golf AG, die ja mehr für die Breite angelegt ist, sondern es geht dann wirklich jetzt um gezielte Talentförderung von Spitzentalenten, die sich vielleicht dann aus der Golf AG entwickeln. Ja? Aber die Golf AG an sich, denke ich, ist nur von der Basis her daran betroffen. Also auch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal vom Hagerhof, für den Hagerhof, ne? Ja, Basketball, Golf, Hager TV, Musicalschule, sind doch alles schöne Dinge, die wir den Jugendlichen ermöglichen können, in ihrer Schulzeit umzusetzen. Wie lange spielst du denn schon Golf? 3 Jahre. Oh, was ist das Tolle daran? Dass man da einfach mal seine Kraft rauslassen kann. Aber man muss auch ganz schön trainieren, ne? Ja. Wie oft trainierst du so? Einmal in der Woche. Wie lange spielst du denn schon Golf? Seit 7 Jahren. Und wie bist du dazu gekommen? Ach du Schreck, weiß ich gar nicht. Ich glaube, meine Eltern. Da wird man einfach mitgeschleppt und muss dann was machen. Und macht Spaß? Ja. Was ist denn das Tolle daran? Weiß nicht. Es macht einfach Spaß. Ja, ich finde es super. Also zu früh gibt es nicht. Ja. Die haben die Kinder, können zusammen Golf spielen, auf die Runde gehen. Und es ist jetzt nicht unbedingt ein Mannschaftssport. Jeder muss seinen eigenen Willen durchsetzen, seinen Charakter entwickeln, was glaube ich auch für einen Mensch an sich sehr wichtig ist. Und Teamsport hat man das auf der anderen Seite, dass man nett zueinander ist. Beim Golf muss man jetzt nicht unbedingt blöd zueinander sein, aber man muss halt seinen eigenen Charakter entwickeln. Das finde ich halt sehr interessant. Und trotzdem fair und sportlich sein, die Regeln beachten. Und weil ich glaube, jeder, der einen Schlag mal gemacht hat und den Ball gut getroffen hat, der wird verrückt danach. Also das ist meiner Meinung nach. Man kann es sich vergleichen mit Tennis oder Tischtennis, wo man halt körperlich total ausgepowert ist. Das ist halt sehr viel Konzentration, aber wenn man den Ball wirklich gut getroffen hat und dann sieht, man kann einen Ball 260 Meter schlagen oder 200 Meter, das geht ja mit dem Tennisball oder beim Fußball geht das gar nicht. Ja. Und ich glaube, dass das irgendwo dieser Punkt ist, wo man als Jugendlicher auch sieht, boah, geht ab wie so eine Kanonenkugel im Endeffekt. Ja, das ist, man muss es einfach probiert haben und man kann mit seinen Kumpels auch zusammenspielen und es gibt so viele verschiedene Aspekte beim Golf, beim Putten, Weitschlagen, aus dem Rough schlagen, Hochschlagen, es gibt so viele Trickshots und man ist an der frischen Luft, ich meine, das ist sensationell. Gerne, möchten Sie auch eine? Sehr gerne. Und für meinen Sohn, der ist hinten, der traut sich nicht. Spielst du auch Golf? Ein bisschen. Was macht denn da am meisten Spaß? Klavierspielen. Ah, und beim Golf? Was macht dir beim Golf am meisten Spaß? Putten. Aha. Und willst du das jetzt auch weitermachen? Ist die Entscheidung noch nicht gefallen zwischen Klavierspielen und Golf, oder? Gut, musst du aber gucken. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.